Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer steht wieder an und mit dabei heute haben wir Andy, Stui, Falk, Exi, Spadboy, Kuru, Ares, Luna und Mo. Grüßt euch! Hallo! Guten Tag! Hallo! Ja, wir gehen es ganz schnell durch. Die ersten Racer der ersten Runde sind zum Teil sehr dick ausgestattet. Und zwar fangen wir auch gleich mit dem dicksten an. Hier mit dem F-150 Raptor. Der ist gerade so, wurde mir gesagt, noch in der 1,8-Tonnen-Klasse reingerutscht, weil wir haben ja uns mal uns festgelegt, dass über 1,8 Tonnen ist ja nicht mehr erlaubt, weil es dann doch zu stark ist. Ja, dann ist es eher eine Racer-Jagd-Kopf-Folge. Machen wir vielleicht auch mal so als kleines Special. Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir das mal machen sollen. Aber ich glaube, die Antwort ist eh schon ja. Also warum frage ich überhaupt? Aber so oder so ist es, 1,8 Tonnen ist das Maximum und der ist angeblich knapp drunter, wurde so gesagt. Da wird natürlich nochmal überprüft, wenn das nicht so ist, dann gibt es natürlich Ärger, das ist klar, ne? Wissen wir ja. Naja, auf jeden Fall weiter geht's mit der A-Klasse, mit dem A45 AMG, mit dem Lexus RCF, mit der Dodge Viper GTS ACR und natürlich das Versprechen, was ich unter der Woche meinen Let's Play-Zuschauern schon gegeben habe, natürlich auch der Mercedes AMG GTS, der mehr oder weniger Serie ist. Ja, wunderbar. Das war es auch schon mit der Racer-Karten-Vorstellung. Deswegen können wir auch direkt loslegen mit der ersten Runde. Da sind sie unterwegs. Ja, in unserem Team oder unser Team besteht aus Falk, Exi, Kuru, Mo und meiner Eins. Und dementsprechend der Rest im restlichen Team. Zufallsgenerator hat die Teams wieder ausgelost. Genauso auch, wer bei den Cops welches Fahrzeug fährt. Ich glaube, da ist, muss ich gerade gucken, Stui und Spadboy haben den Camaro. Der Rest den Impala. Und dieser Adrenalinschub, wenn es dann losgeht. Ja, noch nicht, ja. Noch dürfen die nicht losfahren, noch ist alles easy. Falk, das war knapp. Nee. Der Schiss, sich quasi auf der Zufahrt schon irgendwo wegzukrechen. Nein, das ist fast nicht passiert. So, es geht los. Die Cops sind unterwegs. So, ja, ansonsten, ich würde sagen, wir spielen es wie immer. Wenn jemand verfolgt wird, dann gibt er das so ein bisschen durch, dass wir nicht unnötig da mit reinfahren. Oder aber vielleicht wollen wir ja da auch reinfahren. Ja, ich könnte so eine RAM-Unterstützung sein. Wenn jemand eine Verfolgung hat, rase ich einfach rein. So. Ich hoffe, der Arm geht ein bisschen auf euren Straßenseiten. Also ganz kurz, was ich an meinem Fahrzeug getuned habe, weil der ja, wie gesagt, vom License-Index schon ziemlich am Limit ist. Tatsächlich ein Tick breitere Reifen, ein Rennfahrwerk, die Stabis, das Renngetriebe und ich glaube, das war's auch schon. Dann ist er dann schon die 3 LI, die er hat, verbraucht. Oder ist ein AMG? Ja, doch ganz schön. Oh Leute, das kommt hinter mir. Bahnhof habe ich im Kopf hinter mir. Fahre jetzt im komischen verkrüppelten U. Oder wie heißt das nochmal? Obligatorisches U. Obligatorische U. Aber fahre also nicht rein. Also ich verstehe noch Bahnhof. Ja, Pony Mai, ja, aber jetzt verstehst du Park, weil ich bin jetzt am Park. Ja, das fahr da auch rein. Hast du recht. Ja. Und fahre dann Richtung, ich fahre dann die Herpin mal rein. Ja, das ist gefährlich. Das könnte ein Impala sein. Herpin ist gefährlich. Herpin, das ist wirklich gefährlich, ja. Werde dann parallel, was war das, südlichste, weiterfahren. Auch in den Tunnel rein.
immer noch südlicher, parallel südlicher. Fuck. Ich drehe weil ich eine Kante berührt habe. Also ich bin wieder Richtung Herpin auf der parallel südlichen Straße. Er versucht auch, wenn ihr, genau, wenn ihr nicht verfolgt werdet, eher auf der rechten Fahrbahn zu fahren. Also auch die Kurven quasi nicht immer schneiden, sondern bleibt einfach auf der Fahrseite, weil es gibt doch ein paar tote Winkel und dann will man ja den anderen nicht crashen. Ich bin jetzt gerade in diesem komischen Gewirr vom... Eine Sekunde. Jetzt gerade bin ich... Jetzt bin ich Statue. Und fahre... Verwirrung weiter Richtung. Verwirrung ist gut. Ich bin auch komplett verwirrt. Ja. Die Verwirrung ist gut. Werde jetzt aber von dort aus in den Untergrund fahren oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich hänge nämlich ein bisschen fest gerade. Hallo. Ja, okay, die haben. Was soll das? Na, das ging ja fix. Scheiße. Not good, not good. Ein AMG. Ich habe das leichte Gefühl, der Web da war keine gute Idee. Was ist denn mein Reifenabrieb bei dem Ding? 15 habe ich jetzt, wie ist es bei euch? 21. Ah, 10. Dann. Und ich fahre langsam. Ungefähr 10, aber ich schleiche. Ja, ja, nee, okay, das passt. Dann. Ich glaube hinten 16 und 22. Muss ja überlegen, ob ich heute die Kaffeepause nutze oder nicht. Nein, jemand, auf jeden Fall. Ich habe einen Kopf gesehen, der fährt zum nördlichsten Punkt, aber der ist mir nicht hinterhergefahren. Was? Dann kehre ich wieder um. Auch. Oh, das hat jetzt aber Reifen gekostet, dieser. Das sollte man eigentlich nicht machen, diese Handbremsturns. Das kostet auf jeden Fall Reifen, ey. Aber die sind cool. Ja, das ist ja, und vor allem mit so einer Powerdampfwalze wie so eine AMG kannst du das auch locker machen, ne? Ja. Ach, wenn ich nur leicht. Gab's doch mal so eine Top Gear-Folge, wo dann gefragt hat zu dem AMG, und wie lange haben die Reifen gehalten? Und der so 4 Runden. War, glaube ich, eine E-Klasse irgendwas. Ja, wir haben zwei Allrad, ne, den Raptor und die A-Klasse halt, ne, sonst... Ja. Okay. Kein Mittelmotor. Worry the boy. Irgendwas. Ja. Oh. Ja, mal gucken, ob das wieder so eine Folge wird, wo ich wieder gefühlt keine Verfolgung habe. Achtung, ja, ich wollte nämlich gerade hinter diesem Kopf, Kopfstraße Richtung Norden. Ja. Oh. Ach komm! Ich meine Richtung gerade Osten. So. Ja, nicht gut. Sind die hinter dir her? Ja, natürlich sind die hinter mir her. Ich fahre jetzt im Wirrwarr bzw. Eskalation Richtung Sperrstraße. Ich fahre östlichster Punkt und auch östlichste Straße, habe mindestens noch einen Kopf hinter mir. Wo bist du? Östlichste Straße, also beim östlichsten Punkt der Hauptstraße. Also, in welche Richtung fährst du? Jetzt gerade Stadion. Oh Gott. Okay, ich sehe dich und den Kopf. Im Übrigen, alle Sichten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ich fahre jetzt parallel nördlichste Richtung Osten mit einem Kopf. Ich bin jetzt mit einem Kopf an der Statue. Richtung Eskalation. So, Eskalation. Okay, kehr ich erstmal um hier. Oh, Highway, ja, hau mal ab. Fahre Richtung. Ich könnte eigentlich hinterher fahren. Na ja, gut, jetzt ist es zu spät. Hektiks. Ja, weißt du, so als Cop-Inspektor sieht sie nervös zu machen, ob sie da gute Arbeit leisten. Ja, ich hab. Bin wieder Bahnhof, fahre zum. Hallo Ray, guck mal hinter dir, das ist ein Cop. Ich dachte, der wird heiß, das U. Ja, aber der hat mich nicht verfolgt, der ist einfach weitergefahren. Nee, der fokussiert sich auf. Was machen die?
Wo ist jetzt der Raptor? Ich fahre jetzt ins Büro rein, vom Bahnhof aus. Okay. Ach komm, ich war nochmal in Untergrund, da hab ich Bock drauf. Alter, ich bemerke gerade, ich hab 70% Motorschaden. Im Raptor? Ja. Wann hast du den geholt? Ich habe sofort einen Frontalhit bekommen. Ah, okay. Ja, okay. Dann würde ich an deiner Stelle empfehlen, wenn du es so lange noch durchhältst, direkt mit der Kaffeepause direkt reparieren. Ja, solange ich überlebe. Ich habe zum Glück gerade nur einen hinter mir. Ich bin jetzt aus dem U raus, fahre nördlichste, wie heißt das hier, südlichste Straße. Ich fahre mit zwei Cops die Hauptstraße Richtung Treppenplatz. Die südlichste Straße. Halt. Mit oder ohne Cops? Mit einem Cop. In Richtung Osten oder was? Ja, in Richtung Osten. Okay, ich bin auf der Sperrstraße, biege in die Eskalation ab mit zwei Cops. Wo fährst du? Ist quasi Startstraße bzw. das westliche S. Hoch Richtung nördlichste Straße und nördlichster Punkt. Werd da auch zum nördlichsten Punkt fahren. Oh, ich bieg da in den nördlichsten Tunnel ab. Und fahr weiter Richtung Brunnenplatz. Bin jetzt Ende der südlichsten Straße und werde westliche Straße fahren, um dann auf die Hauptstraße zu fahren. Du brauchst noch circa 40 Sekunden bis Kaffeepause. Ich fahre in das obligatorische U von unten rein, also von vom Dings mit vier Cops. Ich fahre jetzt zu einem Punkt, wo ich mich hoffentlich operieren kann. Ich bin immer noch im U mit den Cops. 15 Sekunden noch. Ja, also du könntest es schaffen. Ich bin jetzt quasi parallel Stadion oder wer immer das ist. Was? Ja, nicht auf mich! Ich bin jetzt ganz oben an der Sperrstraße. Alles gut, dann hätte es geklappt, aber egal. Wie lange ist es noch? Ich fahre die Sperrstraße. Jetzt kannst du. Ich fahre die parallele südlichste. Ja, ich versuche da hinzukommen, wir haben 90% Motorschaden. Ich bin fast da. Ah. Der ist am Statuenplatz, könnte die Cops aber losgeworden sein. Es ging aber flott. Ja, ich wurde direkt an die Wand gedrückt, nachdem ich der A-Klasse die Cops gekommen habe. Oh ja, zum Glück, Alter, ich kann mich repariert. Danke. Bitte. Kaffeepause ist jetzt gerade, ne? Die ist schon, ja. Okay, alles klar. Schon Zeit einer Minute. Okay, ich bin jetzt wieder repariert und fahre den gleichen Weg zurück, den ich gerade hingekommen bin. Also werde parallel Stadion fahren und dann südlichste Straße durch und dann fahren wieder zum Bahnhof. Ich hatte gerade den Kopf, aber ich habe ihn wieder abgelenkt. Okay, da kommt der nächste. Wo denn? Wir sind kurz vor dem nördlichsten Punkt mit zwei Cops. Von Osten. Ach, da oben, alles klar. Reparieren wir uns mal. Reparierst du dich am nördlichsten Punkt? Ja. Da will ich nicht hoch. Ah, doch. Ich bin immer noch südlich. Ein bisschen Risiko muss sein. Achso, du fährst jetzt auch noch zu mir. Das ist ja. Du hast gesagt, Risiko müsste. Ja, ja, alles gut. Okay, die haben sogar gesplittet tatsächlich. Wow. Der eine ist jetzt hinter mir, ja. In die Fahrtrichtung? Der Osten. Okay.
Ich bin jetzt obligatorisch. Das ja, ist fast klar, dass er das ungebremst macht, aber dadurch verliert er mich jetzt. Also entweder die haben mich nie gesehen, der ist gesplittet, der hat mich dann dabei überholt. Der ist nicht auf den Bait reingefallen. Okay, jetzt muss ich mich auch reparieren. Er hat gesplittet, dann ist er mir hinterher gefahren, dann hat er mich überholt, dann habe ich abgebremst und so dann Richtung Universität runter. Es würde dann dich jagen nochmal. Also entweder sie haben die mich nie gesehen oder irgendwas ist ganz komisch gelaufen. 2 Minuten noch, Kaffeepause. So, ich repariere mich am östlichsten Punkt. Ich habe mir 50% Schaden, das hat jetzt nicht so gut geklappt diesmal. Vorsicht, Viper, da könnten welche kommen. Ich bin jetzt nördlichster Punkt, fahre Sperrstraße bis nach. Also Ray, einer. Ja, die haben mich ein bisschen... Ich bremse ein bisschen besser als die Impala, das habe ich schon festgestellt. So, ich repariere mich jetzt. Ich bin jetzt mit 2 Korps im obligatorischen U. Oder auch nur mit einem. Okay, hab direkt wieder einen Kopf dran. Nicht gut. Bin ziemlich im Osten. Endlich mal ein bisschen Nervenkitzel hier. Ich bin mit 2 Cops, nevermind, der eine hat einen Baum getroffen, jetzt am Bahnhof. Toll. Ist jemand von uns Hauptstraße gerade? Nee, ich bin jetzt Eskalation Richtung Osten. Okay, das war knapp, aber Glück gehabt. Eskalation Richtung Osten mit einem. Also wir waren Mitte, Eskalation sind auch einige, ja. Spannend. Fahre dann aber von Eskalation in den Untergrund. Hey, Ding ist übrigens vorbei, Kaffeepause. Also ich hoffe, es hat jeder genutzt. Ja, und dabei meine Cops erfolgreich in die Weite gegeben. Ich habe einen Cop hinter mir. Okay, 2. Ah, das ist so scheiße. Gerade in dem Moment kann ich leider nichts machen. Weil ich dann so blöd stehe. Okay, jetzt könnte es schwierig werden. Wo bist du? Ich bin Theater, hab 3 Cops an mir dran. Das war so unglücklich, der ist von vorne gekommen. Und ich war gerade... Ja, ich hätte eine halbe Sekunde gebraucht, dann hätte ich ausweichen können. Bist du festgesetzt? Nein, okay. Sonst würde ich ja ein Signal geben. Ja, weil der Cop da hinterm Theater so komisch langsam rumstand. Das ist ein Raptor. Als ob ich mich so einfach catchen lasse. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist da ein Raptor. Falk, hinter dir müsste ein Kopf sein. Da sind sogar 2, keine Angst. Meine Kopf? Die sind jetzt beide hinter dir her. Ja. Okay, dann habe ich keine mehr. Ich fahre die parallel nördlichste, Richtung nördlichster Punkt. Mit 1, 2 Kopfs. Das ist ziemlich blockiert jetzt, das war nicht so geil. Hey, wo bist du gerade? Ich fahre das westliche. Wo ist er blockiert jetzt wieder über den. Ja, bleibt genau in der Ecke jetzt hängen. Das war nämlich kacke. Das ist Andi. Ja, das ist natürlich super doof, dass da so eine kleine Ecke ist und ich bleib nämlich wieder in dieser kleinen Ecke hängen. Ah, ich fahre die Hauptstraße, aber ich bin so vermutlich losgeworden. Hey, wo bist du? Das hat natürlich wieder Motorschaden gegeben. Ich habe keine Kopf mehr, aber ich bin östlichster Teil. Ja, ich bin nördlichster Punkt ungefähr. Leider sehr krass blockierende Räder gerade beim Bremsen. Ich verlange der Bremsen gerade ein bisschen zu viel ab, leider. Gerade nicht so. Oh, wo kommt der denn her? Hallo, Lexus. Wie viel Zeit ist denn noch? Zu viel. 8 Minuten. Die bohnt mich so ein scheiß Camaro weg, aber der war bei Universidad. Ist auch nicht mehr hinter mir dran.
Ja, Universität bin ich auch. Ah, okay, alles klar. Wait, wait, ich kann dir helfen, Sekunde. Vorsicht. Ja, ich glaube nicht, dass das so gut war, was du da gemacht hast. Weil jetzt hast du die an der Backe. Ja, aber egal, fahr weg. Ja, aber ich brauche das doch nicht. Mir ist doch okay, wenn ein bisschen Action mal ist. Ich, das sind nur 20% Motorschaden. Komischerweise, aber hey. Hey, er lenkt nicht mehr. Oh. Und die fahren mir auch nicht daher. Es hat funktioniert. Ja, wahrscheinlich versuchen sie weiterhin an mir dran zu bleiben. 18% Motor hat das gebraucht. Naja, der versucht weiter an mir dran zu bleiben, weil ich habe halt Motorschaden, aber... Du kommst dabei jetzt nicht. Egal. Nee, ich meine Falk. Wo hast du? Ja, ich hab's gerade Hallo gesagt, auf der südlichen. Warte, fahr doch mal zurück. Ich glaube, ich sehe dich nicht. Warum das? Ich glaube, ich sehe dich nicht. Kleiner Synchro-Check. Ich bin jetzt bei der Statue. Nee, ich bin weiter unten. Ich mach langsam. Komm ein bisschen südlich. Ich bin parallel südlichste Richtung Westen. Bin sehr schnell unterwegs. Da sollte jetzt niemand langfahren. Jetzt ja, kommst du. Bremse ich ein bisschen, einfach damit er vorbeifahren kann. Ach, jetzt sehe ich dich. Ach da. Ich hatte mich hinter der X-Klasse versteckt. Ah, so, okay, ja, gut dann. Die habe ich natürlich jetzt vorne lassen müssen, mein Shield. Da vorne ist er. Ich bin jetzt im obligatorischen Urab Camaro dran, das ist natürlich nicht so geil, weil der hat natürlich jetzt gut Bums. Und die 20% von der Stockleistung merkst du dann halt schon. Ist halt auch nur noch wahrscheinlich so 300 PS oder so. Natürlich zwei blaue Transits auf einmal, das ist ja vorher schon gesehen. Okay, bin notgedrungen jetzt Brunnenplatz gefahren. Vorsicht, oh, ja. Oh, Raptor! Geh weg! Ja, da kommt noch mal. Wieso so viele Pickups? Ein Kopf fährt das U, ein Kopf die Haarnadel. Ja. Ich fahre weiter geradeaus, mal gucken, was wir machen. Und der eine fährt hier auf jeden Fall hinterher. Ja, aber ich glaube, der ist hängen geblieben. Warte, oh, Verkehr, hin? Vorsicht. Der andere ist auch hier hinterher gefahren, weil. Ja, ich bin in der Zickzack-Kurve. Also, wenn du nördlichst bist, ein bisschen aufpassen. Dein Ernst? Ja, da bin ich gerade auch. Okay, okay. Da könnte ich gleich rausschießen. Ja, fahr da weiter, ist okay. Ist gut. Hallo, Lexus. Ich fahr zurück zur nördlichsten. Oh, jetzt ich krieg die aber auch nicht los. Das ist geil gerade. Ich feier's. Endlich mal ein bisschen Verfolgung. Nein! Ja, sie haben sich gegenseitig gecrashed, gut. Aber ich bin leider auch in der Hauswand gekrallt. Ein Kopf hat sich beim Park komplett zerlegt. Oh, ich höre was Lautes. Hoffentlich kein Kopf. Doch, ist ein Kopf, verdammt. Vorsicht, da kommen eine ganze Menge an die A-Klasse. Wo treibt ihr das rum? Ist nicht gut. Aber die fahren dir hinterher. Wo seid ihr gerade? Die wollen mich unbedingt. Ich find's aber gut. Endlich mal Action. Scheiß auf die Verfolgungsdings. Wo seid ihr? Ich darf nur keinen Fehler machen. Wenn ich nochmal einen Frontschaden bekomme, ist glaube ich ziemlich. Dann wird's ziemlich eklig. Eskalation Richtung Wirbel. Aktuell kann ich ungefähr das Tempo halten. Wenn du Probleme hast, kann ich nochmal kommen. Ja, genau. Ja, alles gut. Ich find's okay. Ich meine, die letzten Folgen so oft keine Verfolgung. Och gab. Nö! Ja, das ist halt natürlich ungünstig, dass du genau dahin fährst, wo ich bin. Och nee, aber warte, die sind nicht mehr dran, oder? Ich glaube, die A-Klasse wurde recht hart gebrochen. Ich weiß nicht, ich gebe einfach Knallgas und hoff's Beste. Ja, nee, die sind nicht mehr dran, also bekam da jetzt keiner entgegen. Okay, dann mach ich mal auf deinen Rad hin mal ein bisschen langsam, weil die Reifen werden es mir auch danken, wenn ich ein bisschen langsamer mache. Puh, ja, war doch mal geil, so soll's doch sein, C4R. Ein bisschen Verfolgung darf doch auch mal sein. Da kann er mich auf der Heckflügel wieder einfahren. Oh nein, das ist ein Kopf. Hold up. Wo bist du? Universität. Oh. Okay, da war ich auch in der Nähe. Da bin ich auch gerade in der Nähe. Ja, ich fahre Richtung Osten. Oh, schlecht. Also Richtung Stadion. Das ist aber ganz schlecht, da muss ich los. Ich glaube aber, die sind nicht mehr hinter mir. Fanny, die parallel ist nördliche? Also zwei waren gerade Universität. Excel, sag mal, ob der hinter mir dran ist. Ja. Okay, alles klar. Oh, da kommt noch einer. Die nördlichste Richtung, nördlichster Punkt. Ist doof. Ich
biegt man das westliche S ab. Während ich jetzt die ganze Zeit verfolgt wurde, wurde da jemand von uns festgenommen? Ich habe das nicht drauf geachtet. Okay. Nee! Die Viper scheint hier den Phantom-Modus zu haben. Ich komme immer weg. Die Viper ist aber auch stark. Die Eskalation Richtung Untergrund. Die Viper ist richtig gut, wenn du die gut aufgebaut hast. Aber ich bin für uns von sich aus schon sehr stark. Also, wenn die keinen Schaden bekommt. Ich bin für uns gegen Luna gefahren. Die hat mich da problemlos abgehängt. Die fahren im Untergrund Richtung. Was ist das? Müsste die Hauptstraßenausfahrt sein? In. Oh, nö. Oh ja, ich hab dich gesehen. Ja, viel Spaß, Atlas. Danke. Ich fahre die Hauptstraße Richtung Universidad und Osten. Ja, okay. Ich fahr jetzt mal bei der Universidad hoch, fahr die parallel nördlichste Richtung Osten immer noch. Oh nö. Oh Gott, da bist du, ich glaube. Motorleistung, komm! Wie lange geht's noch? Eine gute Minute bis Overtime. Ja! Ich fahre die Hauptstraße Richtung Universität. Hallo, Rap da hinter dir. Hallo. 25% der Vorderachse und 20% hinten. Meine A-Klasse schiebst du nicht. Wo seid ihr? Oh, wie viel Pech kann man denn bitte haben? Ich fahre übrigens die Ich bin jetzt extra rumgeschlichen. Ich fahre die Eskalation Richtung Sperrstraße mit 4 Cops? 5 Cops? Lol, was ist das denn? Ja, gut. Ich fahre mit Abstand hinterher, ich will Spaß haben. Wie viel Pech kann man denn bitte haben? Ich habe wieder einen Cop hinter mir. Aber ich lasse ihn mal rankommen. Also das war jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen unfair. Sag Bescheid, falls du ins Uno fahren willst. Da muss ich mich Leute, wo soll ich denn jetzt hier rauskommen? Kommt der jetzt nochmal? Da hat es auch gerade abgebrochen, oder? Oder der hat sich neu gebordet wahrscheinlich. 3, 4, 5, ja, okay. Haben mich. Das war eine scheiß Idee, weil jetzt habe ich die alle. Die haben mich am Bahnhof. Wie viel Zeit noch bis Overtime? Ah, jetzt. Okay. Jetzt ist Overtime. Bin Web da, obligatorisches U, fahre ich jetzt rein vom Bahnhof aus. Also ich bin halt durch den durchgefahren, weil der mich so weggebounced hat, aber der ist, hat jetzt gar nicht weiter verfolgt. Ich habe es extra eigentlich langsam Exit gemacht. Exit ist safe, Ray, du bist auch safe? Ja, schade. Ich bin alles, außer safe. Mode 2 Area ist auch safe? Ja. Sag mal, ich mach das mal so. Bin obligatorisch das U drin, ne? Ich mach das mal so. Ich stehe jetzt hier hin und wenn einer kommt und mich abklatscht, dann kriegen sie die Festnahme, weil ich bin mir gerade nicht so sicher. Weil ich bin, der hat mich halt an die Wand gedrückt und dann bin ich quasi hochgebockt und bin in ihn wieder reingelandet und konnte dann durch ihn durchfahren quasi. Also der deswegen, Raptor eigentlich noch? Hätte er mich wahrscheinlich gehabt sogar. Ja, der Raptor wird nur noch. Ja! Ich warte jetzt einfach mal. Ich kann ja auf der Karte gucken, ob einer in die Nähe kommt, dann kann ich ja wieder rausgehen aus dem Menü. Luna war sicher? Nee, Mo2 Area war sicher? Das ist aber ganz wild, was wir da machen. Ja, wer fährt denn jetzt noch? Ich. Falk ist sicher. Ja, eigentlich nur noch der Raptor. Also Kuro. Okay. Oh. Ich hab wieder 60. Ja, Andi und Stui, jetzt müsst ihr nur zu mir noch fahren. Dann könntet ihr dürftet ihr mich noch holen. Aber machen sie nicht. Die sind gerade umgedreht. Ja, ich weiß. Deswegen, ja. Also ich würde ihnen das wirklich geben, weil ich bin mir gerade selber nicht so ganz. Ja, du kannst da fragen gehen. Was da war. Ja, was ich muss ja nicht fragen gehen, weil das ist ja, es gibt ja keine Regel. Ich meine, ich bin ja, das Spiel lässt mich halt ghosten und ich kann halt weiterfahren. Also das wäre jetzt nur eine Fair-Play-Geste meinerseits. Rein regeltechnisch habe ich jetzt nichts Falsches gemacht. Ich habe aber nur gedacht, komm, wenn ich jetzt da nicht in ihn reingebounced wäre, dann hätte ich nicht wahrscheinlich, hätte er mich wahrscheinlich alleine bekommen. Die Zeit deswegen ist noch, oh Gott. Aber wenn sie mich jetzt halt fünf hier Minuten, nicht, dann muss er ganz schön durchhalten. Nach 3 Minuten. Ich habe vor nur 100% reif. Fahr mal die südlichste Straße ab, komm. Ja, ich hänge gerade am obligatorischen U. Ich sehe es. Naja, aber fahr da mal her. Mal gucken, ob sie, wenn sie mich dann abklatschen oder. Ja, ich versuche, ich habe 70% Motor. Den Fairplay will ich ihnen gönnen. Du bist jetzt entscheidend, ob sie nochmal eine Festnahme bekommen oder nicht. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Alter, haut ab. 2 Minuten. Die wollen dir nie lassen, an die Array.
Ja, das Schicksal will es nicht so. Alter, ich kann gefühlt nicht mehr lenken. Nein, jetzt kommt doch noch einer von vorne, hau ab. Nein. Hey, die dürfen mich doch gar nicht aufs Gras schieben. Lass mich wieder auf die Straße. Doch, dürfen sie schon. Das hat nur halt keinen Effekt, meistens. Ja, deswegen. Alter, mein Motor ist am Arsch. Wey, ich bin unterwegs, aber mit knapp 60 km/h. Ja, ich seh's, Wahrscheinlich wärst du jetzt vorher festgenommen und sie werden mich nie erreichen. Das sieht ganz so aus. Ich glaube, das ist gejinxt. Ist nur noch ein grüner Punkt. Okay, ja, die haben mich. Ja, scheiße. Mal kurz. Ja. Fahrt noch mal ein bisschen weiter, ein paar Meter. Komm, fahrt mal ein paar Meter weiter. Komm, traut's euch. Ein bisschen. Noch ein Stück. Die trauen sich nicht. Sie wollen es einfach nicht. Ja. Jetzt komm. Ja, die crashen sich lieber selber ab. Komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, gut. Hä? Hallo. Da habe ich dich fast festgesetzt. Yay, da habt ihr mich. Sehr schön. Andi und Stu ist vorher abgebogen. Ich so, ja, jetzt kommt noch her und holt mich endlich ab. Und dann kehren sie wieder um. Wieso bist du kaputt? Oder du dich da nicht, aber das war halt, du hast mich halt eigentlich, also ich habe jetzt nicht gezählt, aber eventuell waren das sogar 5 Sekunden und ich bin halt quasi dann, glaube ich, in dich reingebackt und dadurch konnte ich wegfahren. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich warte mal oder ich mache langsam. Da bist du aber nicht mehr gekommen und dann bin ich wieder zurückgefahren und habe gesagt, okay, wenn ihr jetzt nochmal vorbeikommt, dann gebe ich das euch. Weil das war ein bisschen komisch, deswegen so Fairplay-mäßig gebe ich euch auf jeden Fall die Festnahme. Weil, wie gesagt, ich glaube, es könnten sogar vielleicht sogar 5 Sekunden gewesen sein, da habe ich es halt nicht mitgezählt. Ja, ich hab auch nicht richtig gezählt und dann warst du auch weg und dann habe ich dich auch nicht mehr gesehen. Ich habe dann langsam gemacht tatsächlich, bin dann danach, ja, bin ich eigentlich, sein, aber du bist dann nicht mehr weitergefahren, deswegen. Kann es sein, dass du durchsichtig geworden bist, Karin, ich habe dich auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Ja. Okay, egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Seitenwechsel und dann schauen wir mal, wie die Cops sich als Racer schlagen und die Racer sich als Cops schlagen. So, da sitzen sie in ihren Racer-Karren. Wir gehen es ganz kurz mal durch. Die fahren einmal hier mit dem Honda S2000, dann einmal mit dem Aston Martin DB11, dann mit dem Audi RS5, dann haben wir noch einmal den BMW M3 GTR dabei und eine Corvette C2 Stingray. Kann schon nicht mehr sprechen. Gut, dann würde ich sagen, warten wir aufs Startsignal von denen und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Noch sind sie im Ghost Mode. Aber gleich sind sie im Verfolgungsmode oder Verfolgt-Gewerden-Modus, ja. Das war laut. Roller des Tages. Oh, da ist ja einer Frühstart gehabt. Den nehmen wir gleich als erstes fest. So, zur Einteilung. Die ersten beiden machen den Südosten, den Bereich. Also auch gerade so Theater mal gucken und so gleich am Anfang vielleicht. Die anderen beiden dann den Nordwesten. Da insbesondere halt auch gleich mal im obligatorischen oder so mal gucken am Anfang. Und und halt vielleicht Eskalation danach oder so. Mal gucken einfach. Und ich mache erstmal den Einzelkämpfer. Und danach natürlich machen wir halt zwei Teams, wie sie sich halt einfach bilden. Ja, das ist jetzt nicht die Einheit für das ganze Spiel, sondern jetzt nur für den Anfang. Und ansonsten machen wir Bambini-Taktik, sprich alle auf einen drauf. Maximal eine andere Verfolgung, die wir aber nur versuchen aufrecht zu erhalten. Sprich, einer wird immer hauptgefokust mit 4 oder 3 Einheiten. Eine zweite Verfolgung maximal mit 1 oder 2 Einheiten. Es sei denn, ich sag was anderes an. Gut, und dann geht's auch schon los in 3, 2, 1, go! Am besten immer die etwas langsamere Einheit, also der Impala fährt voraus, der Camaro hinterher und versucht auch ein bisschen Abstand zueinander zu fahren.
Camaro, du gehörst zu dem da vorne, ne? Ja, ach so. Exti, komm mal mit. Ne, ich wusste nicht, wo du um den ersten meinst. Ich würde sagen, wir fahren hier lang und fahren dann einfach so. Ja, in Fahrtrichtung und dann von links nach rechts, Entschuldigung. Hab da die Kartenfilter ausgemacht, weil mir waren die nämlich vor uns noch kurz an, war ich selber erschrocken. Also die ersten habe ich halt die am nächsten zum Ausgang halten, der Reihenfolge, ja. Habe ich das halt gedacht. Wir fahren ja auch, glaube ich, auch. Ja, das hatte ich nie verstanden, ich hatte es andersrum gedacht jetzt, aber ist egal. Ja, alles gut, alles gut. Mal direkt zum Theater. Achtung, Bus. Ich dachte, du wolltest den kontrollieren. Nein. Ah, Auto. Ja, und versucht auch ein bisschen mit Abstand, dass ihr euch nicht gegenseitig oder so crasht. Ja, ich bin gerade. Die Einheit, die so ein bisschen da hinterher fährt, die schließt ja da immer direkt auf. Außerdem, wenn man ein bisschen versetzt fährt, kann man manchmal auch einen besseren Frontaltreffer landen. Exi sofort zum U. Erstmal. Jetzt schon wieder instant vergessen, was die für Autos fahren. Außer S2000. Der alte Chevy, Quatsch. BMW M3. Und hier war auch, oh Gott, hier sind ja alle. Ja, im Westen, vom Obligation Uhr, Speerstraße, waren jetzt gerade drei Autos. Alle habe ich nie erkannt. Ich brauche eine aktive Verfolgung. Wir verfolgen den M3 ins obligatorische Uhr Richtung Bahnhof. Richtung Bahnhof, okay. Ja. Er ist erstmal rausgerutscht. Gott, der hat schlechte Bremse, der Camaro. Das ist halt Richtung Westen halt, auf jeden Fall. Ja. Oh, da links war ein Racer, aber den ignoriere ich mal. Weitere Ansagen bitte immer durchgeben. Wir sind jetzt fast unten, obligatorisches Uhr. Er fährt weiter Richtung Innenstadt. Was ist das hier, Bahnhof? Nee, Bahnhof ist irgendwo da oben. Am Park vorbei. Ja, der wird Richtung Brunnenfähren fahren. Und dann, wie fährt er da? Er ist weiter geradeaus gefahren, Straße Richtung nördlichster Punkt. Bitte lasst mich nicht ständig nachfragen. Er fährt weiter, er fährt jetzt im Tunnel ein, Richtung nördlichster Punkt. Fährt jetzt nördlichste Straße. Nördlichste Straße. Hab ihn zweimal reingebumst, halten fest. 21, 22, 23, 24, 25. Ja, die Laterne macht schon den Job sehr gut. Hammer. Ah, hallo. Lass du mich ausparken, weil ich brauche mich nicht reparieren. Da machen wir zwei, gerade mir zwei im Palast da. Ja, ich muss mich auch reparieren. Eine Sekunde. Ja, machen die beiden Camaros und die beiden im Palast. Komm. Ja. Wir machen ein bisschen Westen und hier Sperrstraße gerade. Camaro, wer bist du? Exit? Exit. Alles klar. Wollen wir da mal in den Osten fahren? Und der andere Impala dann erstmal alleine und guckt einfach, was er so findet. Sehen. Nee. Da oben ist doch was. Oder? Ja, es ist doch was. Ja, wo denn? Der südlichste Straße Richtung Osten. Okay, wir sind gerade mitten in der Stadt, das ist ein bisschen doof. Ich versuche sofort in den Osten zu fahren. Kommt man nicht so schnell? Ich erkenne noch nicht, was es ist. Kannst du gar nicht durch die Straßen gucken. Sein. Ich würde jetzt aber hier vorne. Ja, verdammt, ey, das ist schon schnell. Oh, blockiert, das ist schlecht. Ja, S2000. Ist immer noch südlichste, wird dann gleich Baseball rauskommen. Ja, fahr vorbei, komm. Quasi, wir müssen jetzt hier uns rechts halten und dann. Warte, hier ist der BMW. Hier ist der BMW. Heute hab ich's aber mit den Bremsen, ey. Wahnsinn. Huch, scheiße. Wo ist er jetzt gefahren? Gesehen. Geradeaus. Sonst wäre beim Baseballstadion der BMW. Der wendet gerade. Oh, da ist der BMW. Dann nehmen wir den BMW. Ja. Baseballstadion BMW. Oh, okay. Der rennt um. Wer holt da jetzt? Seitlich, vorne, wenn's geht. Da bin ich. Ja, okay. 21. Okay, ja, nee, Hammer. Das war der S2000. Wo soll er? Gibt man nicht jetzt. Okay. Sehr gut. Alles klar. Aus Not macht Tugend und so. Ich repariere mich aber gerade mal schnell da vorne, aber das kann ich hier auch. Der S2000 fragt gerade Parallelstraße. Ja, der war. Wo der jetzt ist. Ja, egal. Wir verteilen uns wieder. Ja. Machen da jetzt uns keinen. Sind da nicht nachtragend. Er hat uns ja den BMW geliefert. Alles gut. Ich würde mal zum Bahnhof gehen. Ich bin am Brunnen. Ich bin am Brunnen. Ja. Zweit jeweils, weil ich bin jetzt. Hier ist ein Impala bei mir. Ja. Ich wäre jetzt auch bei dir. Okay. Ja. Alles klar. Dann. Wer ist denn der Impala? Mach ich mal wieder alleine.
Hier ist nochmal der Fahrer. Warte? Hier ist ein Achmo-Partner. Nee, Ray. Partner? Nee, Ray hat er nicht. Ja, dann fahr du mit mir. Alles klar, dann fahr ich alleine. Bitte, mach mal einen Stand. Mach mal. Ich hab was gehört. Vorsicht, ja, immer ein bisschen Abstand lassen und versetzt fahren. Macht's auch für den Racer, wenn er zum Beispiel entgegenkommt, schwieriger auszuweichen, wenn man da ein bisschen. Okay, die parken hier wieder falsch. Teilen wir gerade mal schnell Strafzettel. Zack, zack. Nee, da komm ich aber immer. Beim Brunnen, nicht Brunnenplatz, Treppenplatz, Sperrstraße Richtung Süden ist der das alte Ding, was ganz links stand. Die Corvette. Richtig. Versuch mal dran die zu bleiben. Die ist in die, in den Untergrund bei der Eskalation gefahren. Schon in Untergrund? Oh Gott, hier ist er, der ist hier auf der anderen Richtung, Hauptstraße, Universität, jetzt fährt er in den Untergrund. Von der Hauptstraße in den Untergrund. Ach da, oh, was? Jetzt ist er im Untergrund. Ja, geradeaus weiter. Ich weiß nicht genau, wo die Dinger rauskommen. Untergrund kann ich mir nicht merken. Das müsste Teufelseck die Richtung sein. Wow. Hier okay. Aber wer hat Richtung. Jetzt kommen wir wieder raus. Osten, wir sind jetzt hier, glaube ich, am Baumstraße hieß das Ding, glaube ich, mal getauft von uns. Theaterplatz. Es ist einmal der Theaterplatz. Ja. Jetzt sind wir hier. Die ist schnell. Wir fahren weiter Richtung Osten. Jetzt sind wir Richtung. Ich bin noch zwischenzeitlich mal am Audi dran, wenn das okay ist. Ja, bleib mal dran. Ich weiß nicht mehr, wo sie abgewogen ist. Der Audi ist. Hat sie verloren. Ah, da. Direkt einmal zum Audi, der fährt. Das Wirrwarr unten mit der Mörderkante Richtung. Kathedrale, ja. Theater. Kathedrale. Ja, also Wirrwarr ist der RS5, so. Das Wirrwarr, ja. Im Wirrwarr drin, von Theater kommend, also Richtung Westen unterwegs. Ich habe immer noch den BMW. Richtung Eskalation, wenn ich das richtig sehe. Jetzt Richtung Hauptstraße. Ja, bleib mal am BMW dran einfach. Wir jetzt, haben Audi. Jetzt hinten ran. Ja, warte, ich komm. Ist jetzt Hauptstraße Richtung Westen unterwegs. Gut, die haben sich gegenseitig. Wir bleiben trotzdem auf Audi. Dann sind jetzt Sperr Richtung Süden. Eskalation. Nein. Eskalation Richtung Osten. Ah, der fährt die Eska, die Verbindungsstraße, die Hauptstraße hoch. Bin dran, wenn's geht. Warte. Fährt Eskalation Richtung Sperrstraße. Ja, da eigentlich, müsste eigentlich vom Essen Martin gut gefressen haben. Fährt jetzt Sperr Richtung Norden. Oh, ich geh die Kurve nicht, verdammt. Fährt jetzt Hauptstraße Richtung Osten. Fährt bei der Hauptstraße weiter Richtung Osten. Wer hinter dem Westen dran? Rein. Soll ich da abbrechen oder dranbleiben? Dranbleiben, wir sind jetzt gleich an der Universität. Alle an den Audi, sind außer dieser eine Verfolgung, an der Universität, die wir hatten, die darf gerne bleiben. Bei der Universität weiter Richtung Osten, also mehr oder weniger Richtung östlichster Punkt. Fahren zum östlichsten Punkt. Keine Kaffeepause. Sind jetzt am östlichsten Punkt fahren. Wir haben keinen Verkehr. Okay, er sieht den Verkehr wohl nicht. Sind jetzt auf der östlichsten Richtung. Ist ein anderer Race. Oh. Doch, er sieht den Verkehr. Nicht. Ja, den hat er jetzt gesehen, ja. Jetzt biegt er da ab. Immer noch östlichste Richtung Süden runter, also Richtung Baseball quasi. Okay, jetzt fährt er in den Verkehr gern rein, oder was? Ja, wir brauchen halt jetzt mehr Einheiten dran. Irgendwie zu dritt wird schwierig. Wo seid ihr? Immer noch östlich, jetzt fährt er wieder Richtung Norden. Ich nicht hin will. Achtung, Horizon Arcade ist irgendwie, also dieser komische Zeppelin im Seh Westen. Ich nicht, kann ich nichts machen. Nee, im Westen wir sind jetzt schwebt, dann gleich beim östlichsten S. Jetzt bin ich am BMW-Verfolgung. Er auch tatsächlich. Östliches S kommt auf der Hauptstraße raus. Fährt die Hauptstraße Richtung Westen. Kommt jetzt gleich Richtung Universitätkreuzung. Kann noch nicht sagen, wo er da lang fährt. Nee, fährt weiter. Fährt Richtung Statuenplatz. Fährt Statuenplatz Eskalation. Fährt Eskalation weiter Richtung Sperrstraße. Genau. Sperr Richtung Norden.
und fährt Richtung nördlichster Punkt und wird wahrscheinlich sich reparieren wollen. Deswegen versuchen wir mal Angriff zu setzen. Ja, versuch ihn zu drücken. Ja. Nein. Ja, kehrt um, fährt Speer Richtung Süden runter. Speer Richtung Süden. Ja, der wird sich jetzt dann gleich reparieren und dann ist kacke. Schade. Mm. Halt Andi. Nö, das ist nicht halt Andi, sondern wir uns die. Der das ist hat gut. Viel zu lange gedauert, bis die vierte Einheit kam. Das ist was. Nee, der ist einfach zu gut. Ja, stimmt. Was ist daran gut, wenn wir es nicht machen? Also, was sind das für eine Einstellung, ey? Das ist ein Spieler wie jeder andere. Ist diese Taktik? Auch. Nein, dass der Hauben so, Taktik so drauf hat. Ein Blödquatsch hör, ey. Okay, na gut. Das ist wie jeder andere auch. Einfach fahren und festnehmen. Ja, ist doch wahr. Also. Das ist ja, wie soll ich gehen? Ich gebe vorher schon auf, weil es Andi ist. Meine ich schon gar nicht. Ist jetzt obligatorisches U. Fährt Richtung Westen. Ja, macht wieder das typische, ich kehr um im U. Fährt jetzt Richtung Osten, sehr gut. Ja, jetzt dreht es mich weg, weil ich keinen Grip. Ist getroffen. Ich versuche ihn, ja. Okay, wir fahren runter Richtung zum Park. Vom U aus Richtung. Wo geht's denn da runter? Ja, wenn. Ja, kürzt er jetzt ab, oder was? Er ist da links runter. Ich weiß jetzt nicht, wo er hinfährt. Ja, gut, das ist halt natürlich. Nee, er ist nicht nach unten. Er ist wieder hier bei oben beim. Achso. Ja, ich kann. Ja, ich muss mich retzen. Jetzt müsst ihr Durchsagen machen, bitte. Ist Richtung. Nee, ist jetzt. Straße Richtung nördlichster Punkt. Schwerstraße. Ist abgebogen, quer, parallel südlichste. In das komische Gewirbel reingefahren. Abgebogen auf Eskalation, aber Richtung Hauptstraße ist er weitergefahren. Ist jetzt Hauptstraße Richtung Osten. Ist abgebogen zum Theaterplatz. Jetzt wieder umgebogen. Ja, kann ich reden. Ist Eskalation Richtung Bahnhof. In 7 Minuten ist der Arcade am Bahnhof. Das ist doch nicht die Eskalation. Hä? Das ist ja auch nicht der Audi, oder? Ja, das wusste ich nicht, dass er in dem dran sei. Tut mir leid. Ja, das ist, muss mir ja auch nicht anzeigen, wenn. Ach Gott, Leute, ey. Also der Audi ist jetzt immer noch Eskalation. Jetzt wieder Richtung Hauptstraße abgebogen. Ach, der Verkehr, Mann. Hauptstraße Richtung Osten. Ist aber in den Untergrund gefahren. Also von der Hauptstraße in den Untergrund. Alle auf den Audi, wie gesagt. Der eine, der die Corvette verfolgt, aber die Corvette weiterverfolgen. Wo jetzt da bei Dingens. Ist immer noch im Untergrund. Ja. Richtung das komische Etwas. Jetzt bei der Kathedrale rausgekommen, fährt bei der Kathedrale Richtung. Kann entgegen, ich kann es nicht mehr sagen. Hauptstraße, die Richtung. Aber Universität. Ja. Ich bin nicht dran. Ja, und grade, dann Universität. Ja, da stehe ich jetzt. Ich bin nicht dran, wie gesagt. Ansagen. Ich bin nicht dran, wie gesagt. Ich muss mich reparieren. Dann sag doch, dass du nicht mehr dran bist. Mein ich hab's doch gesagt. Leute, sorry, dass ich jetzt ragen muss, aber ey, ein bisschen Disziplin, also ja, come on. Aber ich hab den Audi wieder, der war nördlichster Tunnel, Richtung ist jetzt aber Bahnhof abgebogen. Immer noch am Bahnhof, aber kann ihn gleich nicht mehr sehen. Ist abgebogen. Ja, Bahnhof Richtung Süden oder wohin? Ist abgebogen auf die Eskalation. Auf die Eskalation, ja.
Falk ist jetzt auch hier, ja. immer noch Eskalation. Kreuzt er die Sperrstraße schon, oder? Er ist jetzt kurz davor. Jetzt die Sperrstraße, fährt immer noch weiter Eskalation. Sorry. Ja, schon, ja. Camaro ist dran. Er ist weiter in die Richtung, da kommt... Ansagen, bitte. Der kommt da Essen. Falk, du bist gemutet. Ja, sorry, wir fahren das Wirrwarr Richtung Hauptstraße, sind jetzt an der Hauptstraße, fahren die Hauptstraße Richtung Universität. Sind jetzt an der Universität. Fahren von dort aus rechts ab Richtung Wirrwarr. Und ich sehe nicht mehr. Ach doch, wir sind beim Teufelseck. Da hinten ist er. Okay. Er ist jetzt beim Teufelseck. Beim Teufelseck Richtung. Der ist wieder zurückgefahren, hat einen kleinen Hit. Ist jetzt. Oh, lol. Ja, Theater. Ey, er sagt Ansagen an, die sind quasi gefühlt 5 Minuten alt. Das ist echt krass. Ist ins Wirrwarr abgebogen. Jetzt gleich auf Eskalation. Camaro, du bist einmal ins Pausenmenü. Ich, ist jetzt wieder auf der ist Hauptstraße Richtung Osten. Okay. So, jetzt Andi auch mal eine gute Verfolgung liefern. Kann ja nicht sein, dass wir da das nicht machen. Wir haben noch weiter Richtung Osten. Gleich am östlichsten Punkt. Uff. Ist abgebogen in westliche S. Noch Richtung Osten abgebogen. Oh Gott, der BMW. Ab. Fährt östlichste Straße wieder Richtung östlichster Punkt der Hauptstraße. Oh lol. Mein Fehler. Wir können so viel mehr Verhaftung haben, ne? Aber ist egal. Ich will das jetzt einfach machen. Hauptstraße Richtung. Bam! Ja. Ich habe ihn nochmal in eine Wand gesammelt, der dürfte. Bleibt das haben. Alter, das gibt's auch nicht, dieser Scheißverkehr heute. Der geht mir so auf den Piss, ne? Ja, links war der Aston. Ja, der Aston. Weiter Richtung Osten. Er schiebt mich gegen die Wand. Ich drehe zurück. Hauptstraße Richtung Westen ist abgebogen. Oh, der Scheißverkehr! Am nördlichen S oder am westlichen S. Ja. Weil auch wieder 20% Motor, das ist so nervig, dass ich kein einziges Mal ihn normal verfolgen darf, weil immer irgendwas vorher passiert sein muss. Ich komme die Sperrstraße hoch. Fährt aber. Doch, fährt Sperrstraße. Sorry. Da musst du trotzdem ausweichen. Sperrstraße weiterhin. Der Eskalation, jetzt aber. Jetzt. Oh. Vorne dran. Oh, Leute. Warum fahrt ihr jetzt in mich rein, statt in ihn? Sorry, meine Bremse sind leider ein bisschen am Arsch. Ja, der da rein. Nee, jetzt hängt da an der Kante. Hinten ran. Nein, mit dem kaputten Ding. Nein, nicht mit. Ja, genau, Leute. Sperrstraße. Ja, bleibt dran, ich repariere mich. Nee, der hat nicht mehr. Sperrt Eskalation. Sperrstraße Norden. Sperrstraße, da ist der Aston. Aston sehe ich nicht. Will ich nicht sehen. Wir fahren die Hauptstraße. Alter! Wieso kann ich mich wegschieben? Jetzt hinten ran, bitte. Ja? Eins, zwei. Nein! Ja, hat Kraft. Wieso fährst du weg? Einfach hin. Ist nicht weggefahren. Er ist nicht weggefahren. Er ist nicht weggefahren. Die Reifen standen. Allrad. Das ist der Wahnsinn. Hier rechts in der Wand. Jetzt, nein. Ah! Ja, der hat so viel Grip einfach. Jetzt aber, komm. Hint dran einfach. Nein! Der schafft es doch immer hier raus. Wo ist der Rest? Sperrstraße Norden stehen wir. Alle jetzt mal hierher, das gibt's doch nicht. Dass wir diesen einen nicht festgenommen bekommen. Jetzt hinten dran einfach. Nicht so doll. Oh, jetzt gehe ich ins Fotomodus. Oh Mann, weil ich mich aufgeregt habe. Ja, er ist raus. Ja. Oh Gott. Alter. Was für dich wie angekommen. Ich muss nach der Folge mit euch echt nochmal einen Crashkurs machen, wie man Leute festnimmt. Das kann es zum Teil echt nicht sein, was ihr abliefert. Es tut mir echt leid, sozusagen.
Und ich wollte das jetzt, wir hätten schon längst den Aston, schon längst den BMW festnehmen können, alles easy. Aber es muss halt auch mal sein, dass wir uns die schwierigen Aufgaben stellen, wie Andy. Da lernt man ja auch was dabei. Ich habe immer noch die Corvette beim Theater im Park. Ja. Komm. Hier Startturmplatz. Richtung Eskalation oder wie wohin? Ja, es ist Eskalation, ich bin auch hinten dran. Sind jetzt an der Abfahrt in den Untergrund vorbei. Eskalation. Ja. Es sehen noch nicht. Ja, die ist recht langsam. Ah, jetzt. Ja. Hab ihn frontal, hinten dran, wenn es geht. Sehr gut, jetzt in die Seite rein. Hinten dran einfach stehen bleiben, nicht drücken, nur stehen bleiben. Ja, jetzt kommt sie raus leider. Ich kann in das lilafarbene S2000. Also das müsst ihr echt mal lernen. Einfach, oh lol, ich hänge hier fest an dieser Kante. Das gibt's jetzt nicht, oder? Lol, ja, ich kann euch nicht mehr helfen. Oh, das ist, ey, das weißt du, da läuft's auch noch voll gegen ein. Also es tut mir leid, dass ich so arschig vorkomme. 21, 22, 23, 24, 25. Das lila Ding ja, S2000, okay, was auch immer das ist, Hauptstraße Richtung Treppenplatz. Sie muss noch, oder? Hat sie gestern? Ja, jetzt hat sie. Wir sind auf der Eskalation Richtung Osten, fahren dort weiter die Eskalation Richtung Wirrwarr. Fahren ins Wirrwarr herein, fahren beim Wirrwarr in den Untergrund. Ja. Sind jetzt im Untergrund. Okay, dann mal bitte ansagen, wo dann danach. Ja. Bin jetzt auch im Untergrund. Ich habe da keine Lenkung mehr. Wir fahren, okay, was ist das? Teufelseck, ne? Wieder raus. Fuck, ich habe ihn nur angestoßen. Ist gerade nichts gebracht. Ist Eskalation, Kreuz gleich Sperrstraße. Bremst hart an. Immer noch Sperrstraße Richtung Süden jetzt. Fahren weiter in die Sperrstraße Richtung Süden. Da vorne ist der Ding egal. Wir sind jetzt. Der sieht mich nicht! Mach mal den S2000. Ne, da vorne ist der. Der sieht mich nicht! Hä? Toll. Er kann mich wegschieben. Guck mal. Hier. Ne, never mind. Doch. Wir fahren die parallel südlichste Richtung, südlichster Tunnel. Der Camaro kann den S2000 nicht wegschieben. Ja, immer noch südlichste Straße und Tunnel. Was ist das denn für ein Scam? Stadion. Ja, macht mal S2000 Ansagen, dass alle auf den S2000 gehen, bitte. Ja, fucking Verkehr. Ja, der ist jetzt gerade südlichste Straße raus, ist aber jetzt Richtung Universität, ist abgebogen Richtung Stadion. Ich bin der Andi vor mir. Ist jetzt am Stadion. Er ist am Respawnplatz beim Stadion. Der fährt. Nee, warte, der fährt jetzt die südliche Straße. Ach, scheiße. Ja, der ist jetzt südliche Straße reingefahren, aber ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall südliche Straße reingefahren. Vom Stadion raus. Ja, das ist schlecht. Exit? Was denn? Hast du die Kolonne verlassen? Ah. Habe ich nie, ich bin noch drin, offiziell. Das muss ich mir machen. Wir sehen den S2000 jetzt natürlich, aber der ist immer noch in der südlichsten Straße. Jetzt bist du wieder dran. Okay, wir haben jetzt drei Verfolgungen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Jetzt mach den S2000 bitte, wenn es geht, fertig. Ich kann leider nicht, er sieht mich nicht. Das heißt, er kann mich aber überall hinschieben. Dann, wenn ihr den S2000 nicht hinkriegt, dann alle auf den BMW jetzt switchen. Der wird auch gerade verfolgt. Ja, wo ist der? Wir fahren Richtung nördlichster Punkt hoch. Sind gleich vor dem Tunnel. Fährt rechts weg. Richtung Hauptstraße. Sind jetzt am Treppenplatz. Ja, genau hier hinter. Ah, hinter mir! Scheiße. Ach, da, wir sind jetzt auf der Sperrstraße, fahren die Sperrstraße Richtung Süden. Biegt ab in die Eskalation. Sind jetzt auf der Eskalation Richtung Untergrund oder Wirrwarr. Er entscheidet sich für den Untergrund. Wir sind jetzt in den Untergrund reingefahren. Irgendjemand anderes muss scrollen. Weiter, also links gehalten im Untergrund. Wir haben ihn gerade in die Seite. Aber wenn wir mit ein bisschen Glück haben, und davor stellen. Bleib am Gas. Komm sofort da rein. 21, 22, 23, 24, 25. Nicht mehr reparieren, das ist Overtime. Ich bin am Aston dran. Okay, wir haben den BMW. Wo ist er?
Ja, dann bleibt noch BMW drin. Also, nee, ja, wir haben den genommen. Ne? Haben den ja, ich bin jetzt quasi von Baseball Richtung Theater. Okay. Ja, schon super langsam. Also, wir nutzen jetzt die komplette Overtime. Fährt Richtung nördliche Theaterplatz, also Baumallee, wie ihr das genannt habt. Jetzt Richtung Universidad von da aus. Ja. Statuenplatz. Jetzt Statuenplatz. Ach, Richtung Eskalation. Jetzt Eskalation, Camaro genau, ja. Jetzt Eskalation Richtung Sperrstraße. Sperrstraße weiter, ich meine Eskalation weiter, Sperrstraße gekreuzt, Richtung Bahnhof. Wird bei Bahnhof rauskommen. Jetzt eventuell hier in der Wand. Oh je, ja, jetzt aufpassen. Jetzt? Einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben. Sehr gut. 21, 22, 23. Einfach stehen bleiben. Stehen bleiben, Bremse drücken, da kann er nichts machen. Das war's. Ja. Ja, komm. Ja. Wo ist das Chat-Signal? Ja, Chat-Signal gibt's heute nicht. Ah. Jetzt. Nee, das war meins, Schläger. Ah. Das jetzt? Nein, das war es immer noch nie. Oh, das? Jetzt ist es schön. Nee, also sorry, dass ich da mal kurz so ein bisschen giftig geworden bin, aber zum Teil wurden da halt Sachen gemacht, wo ich halt echt sagen muss, ey, wir haben schon so viele C4R-Folgen gemacht. Egal, ob man da selber jetzt mitgespielt hat oder nicht. Ja, also wo ich halt sagen muss, ey, das kann es halt nicht sein. Deswegen da mal ein bisschen, auch wenn es ein Spaßformat ist, ein bisschen Kampfeswille muss ja da sein. So dieses, ist halt Andi, ist halt gut, sowas will ich halt eigentlich nicht hören. Dass Andi okay. Natürlich ein guter Spieler ist und dass das natürlich schwierig gegen ihn ist, das ist klar. Aber gerade das muss doch dann der Reiz sein und wo man dann sagt, so hey, geil, dann versuchen wir das doch jetzt mal. Und das ist ja auch, also wir hätten den auch sicherlich früher schon bekommen können. Aber naja, solche Ansagen finde ich jetzt nicht gerade sehr motivierend für die Gruppe. Und genauso, was man halt machen muss, das sage ich jetzt auch den Zuschauern, was hier so wichtig ist, das war aber auch schon Horizon 4 wichtig. Wenn der schon steht oder langsam ist und ihr seid ein dahinterherkommendes Fahrzeug, und das ist jetzt nicht gerade unbedingt ein Mittelmotor oder ein Heckmotor, dann bitte, bitte, bitte berührt ihn nicht. Blockiert ihm einfach nur den Fluchtweg nach hinten. Sobald ihr den einen leichten Stups gibt, ich weiß nicht, warum das so ist im Spiel, aber sobald ihr den einen leichten Stups gibt, durchbricht er den davor der blockierende Kopf einfach weg. So, und du kannst dich einfach easy peasy befreien. Deswegen immer einfach nur versuchen zuzustellen. Gar nicht so krass drücken. Das Einzige, was wirklich richtig gut funktioniert mit Drücken, ist, wenn man seitlich an ihm dran ist und ihn dann gegen eine Hauswand pinnt. Das ist das Einzige, wo das wirklich aktive Dagegendrücken richtig effektiv ist. Ansonsten merkt euch für die Zukunft, einfach nur hinstehen, Bremse drücken, zuhalten. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja, und deswegen, sorry nochmal für die ernsten Worte, aber manchmal muss das so sein als Präsident. Und ja, ich wünsche trotzdem oder hoffe trotzdem, dass allen viel Spaß gemacht hat, auch vor allem den Zuschauern. Wir sind jetzt aber raus an dieser Stelle. Macht's gut und bis denne. Ciao. Ciao. Tschüss.